Im Jahre 1989 hat das Parkes Radio Telescope in New South Wales, Australien, ein bis dato völlig unbekanntes Radiosignal empfangen. Dieses Radiosignal war relativ kurz, wie ein kleiner Lichtblitz, und über die Jahre verteilt ist immer wieder dieses Radiosignal kurz aufgetreten. Die in willkürlicher Reihenfolge immer wieder auftretenden Signale stellten die Wissenschaftler vor ein Rätsel, denn sie konnten nicht die Quelle dieses Signals ausmachen. Aufgrund dieses Geheimnisses gaben sie diesen Signalen den Namen Peritons, benannt nach den sagenumwobenen Gestalten, die einer Mischung aus Hirsch und Greifvogel ähneln. Selbstverständlich gab es einige Theorien, denn manche Wissenschaftler sagten, es handelte sich um irgendwelche atmosphärischen Störungen, manche Wissenschaftler wiederum waren der Meinung, es handelte sich um magnetische Entladungen irgendwo in der Stratosphäre. Aber 17 Jahre lang hielten diese merkwürdigen, geheimnisvollen Signale das Radioteleskop und seine Mitarbeiter in Atem. Dann kam der Durchbruch. Am 1. Januar 2015 wurde ein extra Receiver eingebaut, der Störsignale herausfiltern sollte. Und wie durch einen Zufall erwischte tatsächlich dieser Receiver ein Signal eines Peritons. Das half den Wissenschaftlern, die Quelle der Peritons, dieser geheimnisvollen Signale, endlich herauszufinden. Denn sie fanden heraus, dass die Radiowellen exakt 2,4 GHz betrugen. 2,4 GHz. 2,4 GHz ist genau dieselbe Frequenz wie eure Mikrowelle. Ja. Kennt ihr den Moment, wenn ihr Mikrowellenessen drin habt und es ist schon fertig oder es sieht fertig aus und bevor die Mikrowelle fertig ist, macht ihr schon die Tür auf? Man hat herausgefunden, dass in diesem Moment das Innenleben der Magnetron innerhalb einer Mikrowelle nicht sofort abschaltet. Und innerhalb von einer Millisekunde sendet er Radiowellen aus. 2,4 GHz. Und das Faszinierende, dass diese Peritons immer am Tag aufgetreten sind, lässt sich dadurch erklären, dass nur tagsüber Mitarbeiter im Radioteleskop angestellt waren. Nachts waren die halt zu Hause und niemand machte sich Essen in der Mikrowelle. Tja, es sind halt nicht immer Aliens. Aber manchmal sind es doch Aliens. Und erst heute habe ich darüber gelesen, dass Wissenschaftler seit 2018 wiederkehrende Signale empfangen von irgendwo da draußen. Die findigen Journalisten schreiben natürlich sofort über irgendwas von Aliens und Sondergleichen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir sollten vielleicht mal darüber reden. Mein Name ist Dede Flux, ich bin Projektilwissenschaftler und heute unterhalten wir uns darüber, wer uns eigentlich Signale aus dem All sendet. Zunächst mal, man muss sich diese Signale nicht wie Morsecodes vorstellen oder wie Lieder oder wie Bilder, so wie in Contact, sondern vielmehr wie ganz kleine Flashes, die plötzlich auftauchen mit einer deutlichen Intensität, aber nur einer Dauer von ein paar Millisekunden. Das Problem daran ist, dass diese Signale eher in willkürlichen Intervallen funktionieren. Das heißt, sie folgen keinem bestimmten Muster und dementsprechend ist es relativ schwierig, die zu erkennen. Man muss sich das so vorstellen, dass ein Radioteleskop nur einen relativ kleinen Teil des Nachthimmels wirklich dauerhaft abscannen kann. Stellt euch das so vor, wie wenn ihr mit einem Pfeil auf eine Hauswand werft. Eine ziemlich große Hauswand. Und dort, dieser kleine Punkt, wo der Pfeil auftritt, das ist ungefähr der Ausschnitt, den wir tatsächlich am Stück dauerhaft überwachen. Das heißt, was rechts und links passiert an allen möglichen Signalen, kriegen wir gar nicht mit. Es gibt aber auch Signale, die Mustern folgen. Zum Beispiel bei Pulsaren. Ein Pulsar ist ein energiereicher Neutronenstern und der dreht sich wahnsinnig schnell. Erinnert euch noch an die spinnende Kugel aus dem Luftballer-Video? Und was passiert mit einer spinnenden Kugel? What? Was passiert also mit dieser Kugel? Genau, sie tumbelt. Sie fängt an zu tumbeln. Sie dreht sich um ihre eigene Achse.
Ja, genau. Also so in etwa, nur wahnsinnig schnell. Und weil sie so schnell drehen, die sogenannten Neutronensterne, bilden sich aus den Magnetfeldern jeweils zwei energiereiche Balken. Ich habe das mal vorbereitet. Ich weiß, meine Bastelkünste sind Wahnsinn und vielen Dank. Auf jeden Fall ist das hier der Neutronenstern und aus dem Magnetfeld heraus haben sich diese energiereichen Strahlenbalken gebildet. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass dieser Neutronenstern innerlich rotiert und die Balken relativ konstant, aber immer in einer Achse mit rotieren. Ungefähr so. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Hier oben bildet sich ein Kreis und hier unten bildet sich ein Kreis. Vielleicht kann man das einigermaßen erkennen. Übrigens, diesen Wobbler macht unsere Erde auch. Dieser Wobbler allein ist der Grund für Klimaveränderungen. Okay, also falls irgendjemand immer wieder das Klimathema mit reinbringen will, das gibt es auch bei unserer Erde. Auf jeden Fall muss man sich das so vorstellen, dass diese Energiebalken von außen betrachtet, und zwar von hier, wirken, als würdest du in eine Diskokugel gucken. Oder für die Leute, die an der Küste leben, wie von einem Leuchtturm. Denn manchmal trifft uns einer dieser Energiebalken durch seine Ausrichtung für einen kurzen Moment. Und dann sieht das für uns auf unserem Radioteleskop so aus wie ein Blitzlicht. Oder eben wie beim Leuchtturm. Also kann man sagen, dass ein Teil dieser Signale sicherlich schnell drehende Neutronensterne sind, also Pulsare. Ein Neutronenstern, das hier, entsteht übrigens, wenn ein gigantischer Stern, zum Beispiel 20 mal so groß wie die Sonne, zu einer Supernova wird, also kollabiert. Die Kräfte einer Supernova sind nämlich so gigantisch, dass positiv geladene Teilchen, die sogenannten Protonen, und negativ geladene Teilchen, die sogenannten Elektronen, so stark zusammen und aufeinander zugepresst werden, dass irgendwann der gesamte Stern nur noch aus Neutronen, also neutral geladenen Teilchen, besteht. Die Kräfte schaffen es übrigens, dass der gesamte Stern nur noch einen Durchmesser hat von ungefähr 7 Kilometern. Das muss man sich mal vorstellen, denn er hat immer noch die Masse von 3 unserer Sonnen. Der Rest der Masse wird bei einer Supernova einfach mit einer gigantischen Explosion ins All geschleudert. Findige Leute von euch werden jetzt sagen, hä, was erzählt der denn? Wenn ein riesiger Stern kollabiert, wird eine Supernova und dann wird daraus ein schwarzes Loch. Das ist nicht immer so. Es ist tatsächlich so, dass Neutronensterne manchmal von einem Schild umgeben sind, dem sogenannten Neutronendegenerierungsschild. Und dieser Druck sorgt dafür, dass dieser Neutronenstern konstant bleibt. Jetzt ist es aber natürlich möglich, dass dieser Neutronenstern durch seine schiere Masse immer weiter andere kleinere Massen anzieht. Dadurch wird dieser Schild mehr und mehr gedehnt und irgendwann reißt er, explodiert und dann wird tatsächlich dieses ganze Phänomen, dieser Neutronenstern, zu einem schwarzen Loch. Der Moment, wenn nur noch ein ganz kleines Milligrammchen fehlt, damit der Schild gesprengt ist und das Ganze sich irgendwie in einem Prozess zu einem schwarzen Loch formt, nennt man übrigens die Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Grenze, das Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Limit. Und hier ist eure Hausaufgabe für die kommende Woche. Ich würde euch bitten, dreimal den Begriff Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Limit in euren alltäglichen Sprachgebrauch einzubringen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, wenn ihr bei Oma Kaffee trinken seid, möchtest du noch ein Stückchen Kuchen? Und du sagst, nein, mein Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Limit an Kuchen ist längst überschritten. Oder ihr könntet sagen, wenn ihr eine hübsche Frau seid und ihr werdet angebaggert, Junge, mein Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Limit an Bullshit ist schon überschritten. Verpiss dich. Zum Beispiel. Oder wenn ihr ein rechtsradikaler Nazi seid, dann müsst ihr nicht immer rufen, Ausländer raus, sondern ihr könnt auch einfach sagen, ich finde, dass das Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Limit an Flüchtlingen in Deutschland längst überschritten ist. So klingt es, wenn Nazis studiert haben. Also macht mit bei dieser geilen Hausaufgabe
und gewinnt ein Fleißkärtchen. Falls euch übrigens jemand fragt, wo ihr diesen Begriff her habt, einfach einen Link schicken. Das wäre super. Und hiermit begrüße ich alle, die aufgrund der Tollmann-Oppenheimer-Wolkow-Grenze den Weg zu meinem Kanal gefunden haben. Zurück zum Thema. Die meisten Signale, die wir also hier unten empfangen, gehen auf Neutronensterne zurück, die mit ihrem Balken unsere Sichtfelder streifen. Sie gehen auf Neutronensterne zurück, die so viel Masse angezogen haben, dass sie ihren Schild sprengen und dabei so viel Energie freisetzen, dass sie uns auch erreicht. Oder sie gehen auf kollidierende Neutrinosterne zurück, Neutronensterne, die wiederum dann dafür sorgen, dass durch die Kollision Energie freigesetzt wird, die uns auch wiederum erreichen kann. Eine andere mögliche Herkunft dieser Radiowellen, die wir empfangen, sind die sogenannten Magnetare. Magnetare sind auch eine Art von Neutronenstern und wir haben gerade gelernt, was Neutronensterne sind und wie sie entstehen, also Lerneffekt plus plus. Jedenfalls diese Magnetare haben ein wahnsinnig starkes Magnetfeld. Magnetare sind zusätzlich dadurch charakterisiert, dass die innenliegenden Neutronensterne Solarwinde abschießen, wie auch unsere Sonne eigentlich auch. Und bei der Entsendung dieser Solarwinde in das All entstehen Radiowellen. Und diese Radiowellen werden durch dieses extreme Magnetfeld umgelenkt, gebündelt und in eine Richtung abgefeuert. Und das wiederum ist manchmal die Richtung, in der unsere Erde liegt. Und natürlich kann auch ein Grund dieser Signale unser Lieblingsthema sein, die Aliens. Aber wenn wir über Aliens in diesem Bezug sprechen, habe ich nochmal ein paar Rückfragen. Also bei den Energiemengen, von denen wir hier die ganze Zeit reden, handelt es sich nicht etwa um kleine Mengen. Das, was ein Neutronenstern in einer Millisekunde in unsere Richtung ausstößt, hat ungefähr den Wert, den unsere Sonne in 80 Jahren produzieren würde. Und meine Frage ist, warum sollten die Aliens das in unsere Richtung schießen? Und zweitens, womit? Denn man muss sich das vorstellen, das sind ja nur kleine Signalpunkte, die bei uns auftauchen. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Kommunikationsform. Und selbst wenn wir annehmen würden, dass es eine höhere Intelligenz gibt, die die technologische Kapazität hat und vor allen Dingen auch den Willen hat, so etwas in unsere Richtung abzuschießen, ist bei der Entfernung von Milliarden von Lichtjahren immer noch die Frage, wenn das hier ankommt, hat dann noch da drüben jemand den Hörer in der Hand? Tja. Und jetzt lesen wir in diesen Tagen in der Zeitung, dass seit 2018 das Teleskop Chime in British Columbia Signale empfängt, seit 2018. Signale, die sich alle 16 Tage wieder zeigen, das heißt ein immer wiederkehrendes Muster. Und die glorreichen Journalisten fabulieren jetzt schon wieder darüber, ob in 500 Millionen Lichtjahren Entfernung ein Alien sitzt und mit uns kommunizieren will. Wenn ihr dieses Video bis jetzt geguckt habt, glaube ich, habt ihr eine ziemlich gute Vorstellung davon, was es stattdessen eher sein könnte. Vielen Dank fürs Zusehen. Diesmal ist es ein etwas kürzeres Video. Eigentlich wollte ich auch über die Singularität sprechen, aber ich habe heute diesen Artikel darüber gelesen und dachte, vielleicht ist das gerade aktuell interessant. Falls es euch gefallen hat, lasst ruhig ein Like da. Und falls ihr mehr von Weltraumthemen hören wollt, schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Falls du zum ersten Mal hier bist, nämlich durch die Tollmann Oppenheimer-Wolkow-Grenze, dann könnte es sein, dass dich vielleicht eines der anderen Videos interessiert. Klick einfach ein bisschen rum oder lass einfach ein Abo da, dann sehen wir uns wahrscheinlich schon bald wieder. Für euch alle anderen gilt wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, passt auf euch auf und bleibt sauber. Das Problem daran ist, 2,4 Gigahertz. Die Willkür.
die willkürliche Reihenfolge. 2,4 Gigahertz. Alter. Das sieht so scheiße aus, Mann. Alter. Ne. Was? Warum? Warum kann ich nicht ein geiler Programmierer sein, der 3D-Modelle macht? Ach. Naja. Neutronenstern. Naja.